Kennen Sie diesen Schlitz? Alle größeren Flachbildschirme mit Digitaltuner haben ihn. Es gibt ihn auch an Set-Top-Boxen für digitalen Sat- oder Kabelempfang. Sein Name: Common Interface, zu Deutsch allgemeine Schnittstelle. Mit ihm können Sie verschlüsselte Programme empfangen. Sie brauchen dazu ein Entschlüsselungsmodul und eine Smartcard vom Programmanbieter. Wichtig: Das Modul muss zur Verschlüsselungstechnik des Senders passen. Gängige Verfahren sind Konax, Irdeto, Nagra Vision und NDS VideoGuard. Die Abokarte kommt in das Modul und dieses in den CI-Schacht. Die Smartcard sollte automatisch erkannt werden und das Signal freischalten. Allerdings unterstützen nicht alle Programmanbieter den CI-Standard. Mit inoffiziellen Modulen, etwa von AlphaCrypt, lassen sich die Sendungen trotzdem empfangen. Deshalb wurde die Variante CI Plus entwickelt. Sie sorgt dafür, dass alle Signale in den Geräten verschlüsselt bleiben. Kopien auf einer externen Festplatte sind damit sinnlos. Nur wenn der Geräteschacht und das Modul den neuen Standard unterstützen, lassen sich entsprechend verschlüsselte Sendungen uneingeschränkt empfangen. Arbeitet eine der Komponenten mit der bisherigen Technik, funktioniert der ganze Empfänger wie ein CI-Gerät. Allerdings gibt es bislang kaum Sender, die CI Plus einsetzen. Ob sich das System durchsetzt, steht noch nicht fest. Trotzdem bieten Hersteller wie Philips oder Samsung schon Fernseher mit CI Plus an. Ein Problem hat der Kunde damit nicht. Er kann sein Gerät auch mit CI-Modulen betreiben.